Grüezi und herzlich willkommen zum Cash Börsentag vom Freitag, am 15. August. Mein Gast ist der Herr Daniel Egger. Er ist Anlagechef bei der Privatbank Merki Baume. Herr Egger, als Sie das letzte Mal da waren, im Januar dieses Jahres, haben Sie gesagt, es könnte zu Korrekturen kommen an den Aktienmärkten. Und das ist tatsächlich eingetroffen. Wir haben hier einen Chart vorbereitet. Wir sehen, im Januar, also kurz nach dem Besuch bei Ihnen, hat es eine Korrektur gegeben, dann auch im März. Und jetzt auch eigentlich seit Juni haben wir doch wieder eine Minusperformance von 4% jetzt im SMI. Ist das ein Sommergewitter oder der Anfang von einer längeren Bäs? Wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass wir nicht einen langen Bärenmarkt vor uns haben. Die Sache ist, wenn man den Chart anschaut, sieht man, hat sehr scharfe Bewegungen gesehen. Die sind aber nur im Ausmaß von eben 5%, 6% bis zu den Tiefs, wie wir es sehen hier auf dem Chart. Und für so eine gesunde Korrektur, wo wirklich auch das Sentiment in stark negativen Bereich drückt, dass man dann einen übermäßigen Negativismus hat, oder mehr, muss man sagen, müsste wohl noch ein paar Prozent oben drauf kommen. Gesunde Korrektur, was heisst das, eine gesunde Korrektur? Grössenordnung vielleicht 10%, das wäre eigentlich so ein bisschen das, was wir würden favorisieren. Wir gehen nicht davon aus, dass wir jetzt 20% Korrektur vor uns haben. Sie haben Indikatoren angesprochen, die noch müssten anziehen, damit die Korrektur auch wirklich kommt. An was denken Sie da konkret? Also es gibt verschiedene Sentimentindikatoren. Es gibt zum Beispiel auch die implizite Volatilitätsmasse, also wie teuer ist eine Versicherung an den Aktienmärkten. Und die hat man gesehen, die ist angestiegen jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Aber wir sind noch nicht auf Niveaus, wo wir würden sagen, okay, jetzt ist wirklich der grosse Washout gekommen und es sind alle Anleger so negativ, dass eigentlich die Börse nur noch steigen können. Was ja auch noch ein bisschen druckt, sind die ganzen geopolitischen Sachen, Stichwort Ukraine-Krise, im Irak, stehen wir vor einem Krieg oder haben wir schon einen Krieg. Wie schätzt Sie die Situation ein? Auch der Impact für die Aktienmärkte vor allem? Grundsätzlich muss man schon sagen, vor allem was man gesehen hat jetzt im ersten Quartal in der Ukraine, wir haben gestaunt an sich, wie auf die leichte Schulter die Märkte die Entwicklungen genommen haben. Natürlich, die Situation ist nicht völlig eskaliert in der Ostukraine. Stichwort, dass die russische Armee offen eine Invasion gebracht hätte. Das Risiko erachten wir auch nicht als extrem hoch. Man muss es als Szenario, tiefgewichtetes Szenario, aber beibehalten. Eben, Geopolitik ist ein Thema, das wieder aufgekommen ist dieses Jahr. Und letztlich muss man aber sagen, wenn Börsen retourgehend aufgrund von geopolitischen Ereignissen, ist das eigentlich meistens eine kurze Korrektur. Man sagt so schön, politische Börsen haben kurze Beine, das wäre so ein Beispiel. Natürlich, wenn es zu einem grösseren Problem kommt, Stichwort eine Invasion seitens Russland, das würde natürlich dann die Weltwirtschaft beeinträchtigen, das Wachstum und natürlich via Gewinnerwartungen, dann könnte das dann doch eine deutliche Abwärtsbewegung dann auslösen. Aber wie gesagt, wir sehen es im Moment nicht. Und um sich eigentlich dagegen zu schützen, wäre eigentlich auch eine Absicherung sinnvoll. Sie haben es vorhin angesprochen, die implizite Volatilität hat zwar angezogen, ist aber historisch gesehen immer noch tief. Also Put-Optionen wären durchaus wahrscheinlich. Genau, also vor allem denen Anleger empfehlen wir, die eine negativere Sicht haben als wir, empfehlen wir eigentlich, Puts zu kaufen, vielleicht für die Hälfte von ihrem Aktien-Exposure. Und so teuer sind die auch immer noch nicht, obwohl es implizit Volatilität angestiegen ist. Was auch noch so ein bisschen auf die Aktienmärkte drückt, haben Sie gesehen, am Donnerstag sind verschiedene Zahlen, BIP-Zahlen rausgekommen. Deutschland hat enttäuscht bezüglich Wachstum, Frankreich hat die Wachstumsprognose müssen zurücknehmen. Ist das nicht auch eine grosse Gefahr letztendlich vor allem für die europäischen Aktienmärkte und auch für den Schweizer Aktienmarkt? Wäre es ja doch stark abhängig zum Beispiel von der deutschen Wirtschaft. Also Stichwort Deutschland, jetzt die Zahlen, die diese Woche rausgekommen sind. Man muss schon auch sagen, dass das erste Quartal sehr stark war. Und man hat auch gesehen, dass das Wetter eigentlich sehr gut war für die Bauindustrie vor allem. Und dass eigentlich gewisse Aufträge vorgezogen wurden in das erste Quartal. Also dementsprechend eigentlich ein Teil des Wachstums vom zweiten Quartal vorgezogen worden ist. Und wenn man sie dem Licht anschaut, würden wir uns jetzt noch nicht so Sorgen machen, dass jetzt Deutschland schon auf dem Weg in die Rezession ist. Aber man muss zugeben, dass Europa jetzt die Erholung, wo man sieht, doch schwächer ist, als wir es vielleicht noch vor einem Jahr angenommen haben. Grundsätzlich aber glauben wir, dass seitens Politik und speziell natürlich auch seitens Zentralbanken EZB, dass dort natürlich schon noch Möglichkeiten da sind, zu reagieren, sollte sich die Situation weiter verschlechtern. Sie haben gesagt, gut wäre, wenn so ein Washout würde kommen, also nochmal eine Korrektur um nochmal auf 5%. Angenommen, die kommt, was soll man denn kaufen? Wo soll man einsteigen? Also im Schweizer Aktienmarkt haben wir verschiedene Titel, die
wir als positiv anschauen, die jetzt dieses Jahr auch schon teilweise zurückgekommen sind. Wir denken jetzt an eine Swatch zum Beispiel, die im Moment unter 500 Franken notiert. Wir glauben an die langfristige Geschichte von Swatch. Natürlich hat auf Sentiment Druck, dass in China Korruption jetzt mehr angeprangert wird, dass jetzt die wirklich teuren Uhren weniger verkauft werden. Aber gleichzeitig sieht man in anderen Märkten, dass eigentlich das Wachstum weiterhin da ist. Also von dort her, das Thema Luxus, glaube ich, wird noch auf Jahre raus eigentlich ansehnliche Margen generieren und dementsprechend auch schöne Aktien gewinnen. Das würde auch für Richemont gelten? Richemont grundsätzlich auch. Wir ziehen im Moment, der Richemont ist auch wieder besser gelaufen als Swatch. Wir ziehen eigentlich das Swatch im Moment vor. Gibt es noch weitere Titel, die Sie sagen, die sind eigentlich günstig gepriced? Ein ABB ist halt ein Titel, wo wir weiterhin daran festhalten. Der hat die letzten paar Quartale nicht nur Freude gemacht, ja, auch wenn man die Performance anschaut. Grundsätzlich aber die langfristige Strategieänderung erachten wir eigentlich als gut, dass man wirklich die höhermarschigen Aufträge versucht reinzuholen und dann halt eher auf der Umsatzseite sich ein bisschen beschränkt, aber andererseits dafür die Marge kaufen tun. Im Moment ist aber die Marge am zurückgehen, das geht aber auf ältere Verträge zurück, wo es natürlich jetzt ABB noch muss abarbeiten und natürlich dementsprechend auch die Marge noch ein bisschen drücken. Eine andere Branche, die auch eigentlich underpriced ist, sind Versicherungstitel. Mhm. Wie steht da Merke Baumann zu den Versicherungstiteln? Also bei den Versicherern, natürlich Zürich ist immer zu nennen. Uns gefällt Zürich weiterhin, obwohl er auch gut gelaufen ist eigentlich die letzten Jahre, aber an sich immer noch günstig bewertet ist. Dividendenrendite ist auf jeden Fall ein Thema. Ein anderer Titel, den wir favorisieren, der jetzt in den letzten Tagen deutlich zurückgekommen ist, also um die 8% ist ein Swiss Re. Natürlich da Nennwertrückzahlungen, die auch da kommen, sprich das Kapital. Sie haben zu viel Kapital, weil es kommt viel Konkurrenz seitens anderen Investorengruppen führen, die Rückversicherungsverträge annehmen. Und dementsprechend wird wahrscheinlich da weiterhin Kapital zurückgegeben werden können. Aktionäre. Und das heisst natürlich sehr hohe und ansehnliche Dividende. Wenn man die Bewertung anschaut, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis im höheren einstelligen Bereich, erachten wir das überhaupt nicht als teuer. Und wie soll jetzt der Anleger da am besten vorgehen, wenn er zum Beispiel diese Titel möchte kaufen? Soll er da alles aufs Mal kaufen oder schrittweise? Was würden Sie da empfehlen? Wir empfehlen unseren Kunden vor allem, in Schritt immer vorzugehen, dass man sozusagen die zeitliche Diversifikation ein bisschen, versucht zu spielen. Also, dass man vielleicht jetzt mal ein Drittel investieren und stetig, sollte die Korrektur sich jetzt noch fortsetzen, noch mal weiter nachkaufen. Also nach jeder Korrektur quasi einsteigen zu. Genau, einfach wieder mal ein Schritt mehr machen. Führen wir den Horizont noch auf. Es ist in aller Munde, sind eigentlich wiederum die Schwellenländer, die sind wieder en vogue. Wie steht da Merke Baumann dazu? Ist das bei Ihnen auf dem Radar? Also, ja, wir haben natürlich letztes Jahr gesehen, man muss unterscheiden, bei den Schwellenländern sind es Obligationen, sind es Aktien, jetzt vielleicht schnell zu den Obligationen. Dort haben wir sehr schlechte Phase gesehen im letzten Mai bis Juni vom letzten Jahr, wo wir also fast 20% runter sind in den Schwellenländern Lokalwährungsanleihen. Das ist sich wieder am Erholen, wir sind noch nicht auf den Niveaus, die wir im Mai letztes Jahr gesehen haben, aber man hat eigentlich seit einem Jahr sehr ansehnliche Renditen in dem Bereichen. Also, wir favorisieren weiterhin Schwellenländerbonds, weil natürlich das Zinsniveau dort oder die Rendite, die sie dort haben, deutlich höher sind als die wirklich rekordtiefen Renditen, die man sieht, vor allem bei Staatsobligationen im Westen Schweiz, 10-jährige bei 0,45, 30-jährige Schweizer 1,14. Also wirklich, das sind Grössenordnungen, wo wir müssen sagen, nein, da finden wir Chancen-Risikoprofil passt nicht. Wohingegen bei den Schwellenländern eben mit einer laufenden Rendite von 5% und höher, da natürlich auch ein gewisses Zinserhöhungspotenzial eigentlich abgefedert werden mit dem laufenden Coupon. Und die Aktien sind natürlich auch relativ günstig. Wir haben da einen Chart vorbereitet. Man sieht hier, und zwar ist das ein Vergleich zwischen Schwellenländern und entwickelten Ländern. Vielleicht können Sie den kurz kommentieren, Herr Rick. Genau, es geht eigentlich darum, also es geht um eine Bewertung anhand des sogenannten Schiller-PI. Das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis basierend auf dem Durchschnittsgewinn der letzten 10 Jahre. Das ist wirklich ein langfristiges Bewertungskriterium. Und da muss man sagen, wenn man da das Verhältnis sieht, das ist Schwellenländer über entwickelte Länder, sieht man, dass man vor der Finanzkrise doch eine klare Prämie gezahlt hat, also dass Schwellenländeraktien deutlich höher bewertet sind als entwickelte Länderaktien. Der Discount, die Prämie sich in einen Discount verändert hat über die letzten 4 Jahre und man sieht, man hat jetzt also einen Abschlag eigentlich von der Bewertung von über 20%. Wir erachten das als sehr positiv. Und wie soll jetzt da der Anleger investieren, wenn er sagt, okay, Schwellenländer, wollte ich
Wie kann er da vorgehen? Also wir empfehlen diesbezüglich, dass man Fonds kauft. Und zwar, wir suchen die besten Fonds, die es gibt im Universum, und empfehlen dann die. Weil wir sagen uns, wir sind zu wenig gross, um zu sagen, wir übergewichten jetzt Vietnam und untergewichten die Philippinen als Beispiel, sondern wir tun diese Anlagekompetenz tun wir gerne einem Fachmann überantworten, der wirklich ausgewiesene Expertise hat. Und merkt sie das schon bei ihren Kunden? Also greifen da Kunden jetzt zu? In welchen Ländern? Wir empfehlen es. Es ist doch noch immer noch eine gewisse Skepsis vorhanden. Unsere Kunden haben halt auch gerne Schweizer Aktien. Wir empfehlen vor allem aus jetzt Überlegungen wie Bewertungsabschläge, aber eben auch diversifikatorische Überlegungen, empfehlen wir einen gewissen Teil doch in welche Länder zu investieren. Gut, wir werden sehen, wie sich die europäischen und die Schweizer Aktien werden entwickeln und natürlich auch die Schwellenländer Aktien. Herr Ecker, vielen Dank für Ihre Einschätzung und Ihren Besuch. Das war es vom Cash Börsentag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönes Wochenende. Ade miteinander.